Herzlich willkommen zur Weltpremiere vom Philipp Mickenbecker Film Real Life. Wir sind hier live im Geschehen und werden euch in den heutigen Abend mit reinnehmen. Auch mit dabei sind viele bekannte Leute und Influencer und natürlich auch viele Freunde von Philipp. Und die werden wir jetzt interviewen. Ja, und los geht's. Also Laura Küpers kommt immer mal wieder. Lisa. Test 1, 2, 3. Lass es drin, ist egal. Also Lisa Küpers, du machst Musik, machst Influencing. Welchen Bezug hast du zu Philipp? Den habe ich kennengelernt, als wir damals mit einem Weihnachtsmarktstand durch Deutschland gefahren sind und dann haben wir euch besucht. Du bist ja eine taffe Frau. Meinst du wirst heute Abend weinen? Auf jeden Fall. Also, ich bin mir jetzt schon zu 100% sicher, dass es passieren wird. Also egal, was ich heute immer sofort das Ding. Ja. Samuel, woher kanntest du Philipp? Von meiner Terrasse. Das war tatsächlich Liebe auf den ersten Blick. Oh, gar nicht. Ist so. Ja, komm hin. Salut, Savage. Meine Frau hat dich vorgestellt als Insektfluencer. Hast du Erwartungen an den Film heute? Ich habe leider meine Taschentücher vergessen, weil ich bin schon ein Mensch, der doch gerne mal weint. Hey, Janetti, komm her. Woher kannten wir Philipp? Wie kann man Philipp nicht kennen? Das ist, glaube ich, die Frage. Genau. Jetzt weiß ich wieder. In der Männersauna. In der Männersauna, da haben wir uns kennengelernt. Ich glaube, das Inspirierende fand ich an Philipp, den Umgang mit den Herausforderungen, mit dem Leid. Ja, ich glaube, es wird sehr, sehr emotional. Ja, weil es einfach real ist. Jo, schön zu sehen. Ja. So geil, dass du da bist. Du hast jetzt schon einiges gesehen in deinem Leben. Was waren so deine Gedanken, als du hier ankamst? Ja, ich war überrascht. Also so viele Menschen, so viele junge Menschen, so viele Leute, die seinen Weg verfolgen. Also mega. Auch schon als du da. Levin, darf ich dich kurz hören? Na gut. Heute, als du hier angekommen bist, was waren deine ersten Gedanken? Scheiße, ich bin underdressed. Ich bin auch froh, dass ich nicht der Einzige im Sakko bin. Ich glaube, es wird so eine Achterbahn von Gefühlen, so auf und ab und ganz viel Hoffnung und Kraft natürlich auch. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich also ja ein weinendes und ein lachendes Auge, was man so ein bisschen hat. Cool, danke. Dann viel Spaß. Danke. Ich habe schon ein Interview, Du hast mit Janette schon ein Interview gemacht? Ja, okay, dann passt. So schön, dass du da bist. Hallo. Wie geht's dir? Ich wollte gerade sagen, lass uns mal Hallo sagen. Ja. Ich glaube, es wird sehr emotional. Aber ich glaube, das ist auch das, was die Leute packen wird. Also ich bin super gespannt. Da unten stehen schon die Real Life Guys, die gerade ankommen, die ganze Crew. Also wollen wir mal sehen. Oh, Erik, du hast dich schick gemacht. Ich habe mich so schick gemacht, wie Philipp das wahrscheinlich gewollt hätte. Und hier, Motiv, ich muss zeigen. Adler, beste Leben. Das ist einfach hier Markenpflege. Okay, Johannes hat sich bereit erklärt, dass wir ihn interviewen dürfen. Perfekt, ja, ich habe mich bereit erklärt, ihr dürft diese Aufnahmen verwenden. Hast du irgendwelche Erwartungen an den Abend? Ich habe den Film ja tatsächlich schon gesehen. Von daher, also ich bin sehr gespannt vor allem auf die Reaktion von den Leuten, was sie mir nachher sagen. Von daher freue ich mich drauf. Jetzt weiß ich, es gibt trotzdem eine Sache, die dir noch sehr wichtig ist, zu dem Film zu sagen. Und Philipp war ja nie der jetzt Mitleid haben wollte oder so, sondern ihm ging es ja wirklich darum, immer Hoffnung zu verbreiten. Und ich hoffe einfach, dass die Menschen aus dem Film nicht rausgehen und irgendwie trauriger sind als vorher. Weil das wäre nicht das, was Philipp wollte, so, sondern dass die Leute dann wirklich in dem Film trotzdem die Hoffnung sehen können. Also wenn ihr Hoffnung und Lebensfreude in dem Film entdeckt, erinnert euch, in Wirklichkeit war es nochmal wesentlich krasser. Ich habe extra mein schickstes Abendkleid aus dem Regal rausgesucht. Ja, ich finde die Socken sehr geil. Ich dachte, es wäre sonst ein bisschen zu eintönig. Christopher, kannst du dir mal bitte fragen, ob Daniel was drunter hat? Daniel, hast du was drunter? Ich antworte nicht ohne meinen Anwalt. Also, man trägt Surf-Poncho sehr grundsätzlich auf diese Art und Weise wie den Schottenrock. Daniel, du bist ja sehr, sehr hart im Nehmen. Weißt du noch, als du den Film das erste Mal gesehen hast? Ja. Hast du da geweint? Muss ich ehrlich drauf antworten? Du darfst auch männlich drauf antworten, wenn du willst. Ja, ich habe geweint tatsächlich. Ja. Finde ich, ist die männliche Antwort, muss ich sagen. Wenn die Leute den Film jetzt zum ersten Mal sehen, würdest du denen noch was sagen wollen? Pack Taschentücher ein, ja. Okay. Passt. Nein. Dankeschön. Hey, cool. Dankeschön. Dein liebster Daniel. Dankeschön. Hast du noch Kraft? Hast du noch Kraft, um noch ein paar Worte zu sagen? Kraft, ja, jetzt.
ist es komisch, sich einen Film anzuschauen, bei dem man schon weiß, dass man weinen wird? Auf jeden Fall. Ich habe auch gerade schon mit anderen Leuten hier gesprochen. Das ist irgendwie total suspekt. Man kommt hierher, man feiert ein Stück weit etwas. Aber irgendwie ist es natürlich anders, ein Stück weit traurig, aber irgendwie auch hoffnungsbringend. Finde ich auch krass, weil sonst normalerweise, wenn man sich Filme anschaut, sind die ja in der Regel gespielt und nicht echt. Und jetzt guckt man sich halt was an, was wirklich so passiert ist. Und dann auch noch mit den Menschen, die es erlebt haben. So, ich kriege schon wieder gesagt, das ist, finde ich, so krass, dass die Leute, die das damals durchlebt haben, die durchleben das heute nochmal. Leute gehen rein, geht gleich los. Oh, Popcorn. So, Popcorn ist dabei. Wisst ihr schon, wo wir sitzen? Nein, aber ich glaube, die anderen sind alle schon reingegangen. Okay, dann sollen wir lieber auch reingehen. Ich bin so aufgeregt, ey. Also mein Herz schlägt gerade voll schnell. Fast der ganze Kinosaal ist jetzt voll hinter uns. Die Angehörigen, Bekannten und so weiter sitzen hier in den ersten drei Reihen. Da werde ich mich auch gleich mit dazu setzen. Und ansonsten ist es so more real than ever. Ich habe jetzt, glaube ich, vor etwa einem halben Jahr meine dritte Krebsdiagnose bekommen. So einen Befund habe ich in den jetzt 35 Jahren, in denen ich das mache, noch nie gesehen. Es ist mega schwer für uns alle. Man will seinen besten Freund so nicht sehen. Er wird halt eine riesen Lücke hinterlassen, die noch niemand füllen kann. Jeder Mensch hätte Angst, jeder Mensch wäre verzweifelt. Ich habe einfach so Schmerzen so in der Seite. Es drückt mir so die Luft ab. Hoffnung hat er auf jeden Fall noch, aber ich glaube, Zweifel bestimmt auch. Ich muss ganz klar sagen, dass die Krankheit schon mich krass verändert hat. Dass ich das Leben aus einer ganz anderen Perspektive irgendwo betrachten kann. Gerade dieses vom Ende her betrachten, ja. Sich bewusst zu machen, dass wir alle sterben. Ich weiß noch den Tag, als ich wusste, ich schaff das hier nicht mehr allein. Ich bin in deiner Hand, dieses Leben endet, doch du bist ewig geil. Yeah, egal was auf mich zukommt, komm ist das, was bleibt, du bist real life. Die Vorstellung ist jetzt vorbei, dann wurden die Leute noch geehrt, die daran mitgewirkt haben. Jetzt gibt es noch eine kurze Pause und ich probiere noch mal ein paar Leute zu finden, denen wir noch mal ein paar Fragen stellen können, wie sie den Film fanden. Lisa! Hallo! Darf ich dir noch eine Frage stellen? Ja. So, hat es dich geschockt? Hast du geweint? Ich habe die ganze Zeit geweint. Also geschockt hat es mich nicht, aber ich habe die ganze Zeit geweint. Es ist einfach nur gelaufen. Also, ich bin auch erstaunt, wie gut mein Gesicht noch aussieht. Ich habe gerade nicht viel geschaut. Aber ich habe die ganze Zeit durchgeweint. Siehst fabelhaft aus. Dankeschön. Ja. Würdest du den Film empfehlen wollen? Ja, hundertprozentig. Also irgendwie fühlt es sich an wie so ein super wichtiger Film, wie so eine super schöne, wichtige Message, wo ich hoffe, dass es einfach viele Leute sehen werden. Ja. Miguel! Grüß dich. Ich glaube, das ist nicht das Ende, was ihr euch gewünscht habt, aber es ist das Ende, was die Welt braucht. Ich bin richtig dankbar, dass es diesen Film gibt, weil er zeigt, was Hoffnung mit einem Menschen machen kann und wie viel Hoffnung Jesus in den Menschen auch reinlegen kann. War es die richtige Entscheidung, nochmal mit reingegangen zu sein? Ja, auf jeden Fall. Kann ich jetzt guten Gewissens empfehlen. Die Message, die war messerscharf und für alle, die ein Fragezeichen im Leben haben. Und ich fand den Film echt top. Also,
Ich habe schon gesagt, hier war einer, wir haben uns so ein bisschen resümiert. Ich habe gesagt, also wenn ich so mal irgendwann sterbe mit allen Freunden und drumherum, dann wow. Schaut euch den an, also definitiv klare Empfehlung. Mega, hey, so schön, dass du gekommen bist. Yes. Was mir nochmal ganz, ganz nahe gekommen ist, ist wirklich so dieses transparente Sterben, was ihr auch in diesem Film zeigt und wie nah das jedem geht. Ja, definitiv ein Film, der Hoffnung weckt, und zwar eine Hoffnung, die den Tod übersteigt. Das ist auf jeden Fall kein leichter Film, aber ich glaube trotzdem, dass er absolut sehenswert ist. Hast du geweint zwischendurch? Look at me, ja. Ja. Danke dir, Kathi, das ist zu lieb. Ich glaube, ich habe lange nicht mehr so viel geweint wie heute, wirklich. Und ich hatte keine Taschentücher am Platz, das war ein bisschen problematisch. Ich glaube, dieser Film verändert deine Perspektive auf dein Leben und deine Freundschaften. Ich weiß nicht, ob man sich jemals so mit dem Leben auseinandergesetzt hat wie mit dieser Doku. Es ist grandios. Ein geiler Einblick ins Leben, weil es ist halt Leben. Sie ist tragisch, sie ist total traurig. Ich habe wirklich geweint, aber auch irgendwie wundervoll. Der zeigt einfach das echte Leben von einem Menschen. Nicht nachgestellt, sondern das sind komplett alles Originalaufnahmen. Also so einen Film wird es, glaube ich, nie wieder geben. Und gibt es auch nicht. Ich glaube, das ist was ganz Besonderes. Ich dachte, es würde mich mehr so in Richtung Trauer und Tränen bringen. Aber ich habe den Film Lächeln 2 schon angeguckt, weil ich mir einfach die ganze Zeit dachte, wie geil muss es sein, so eine Freundesgruppe zu haben. Hast du gar nicht geweint zwischendurch? Tatsächlich gar nicht, nein. Also der Film hat mich mit sehr viel Freude erfüllt. Krass, ich glaube, du bist der einzige Mensch im ganzen Saal. Würdest du den Film weiterempfehlen wollen? Auf jeden Fall. Ich glaube, der Film ist eine der schönsten Arten und Weisen, sich mit dem Thema Tod zu beschäftigen. Das war's von uns. Ich hoffe, ihr habt coole Einblicke in die Weltpremiere bekommen. Wie ihr gemerkt habt, so einen Film gibt es kein zweites Mal. Also schaut ihn euch unbedingt an. Er eignet sich auch sehr gut zum Einladen. Und dann wünschen wir euch viel Spaß beim Anschauen. Bis dann. Ciao. Ich bin da bei so einem wunderschönen Sonnenuntergang rausgegangen, habe mich irgendwie auf so einen Stein gestellt und habe einfach gebetet. Und dann habe ich irgendwie so krass so den Gedanken bekommen, dass ich Jesus so nach Polarlichtern fragen könnte. Farbenfrohe Polarlichter, dieses seltene Naturspektakel, war in der vergangenen Nacht unter anderem bei Magdeburg zu sehen. Grund dafür war ein Sonnensturm. Wenn man kein Eisbär oder Pinguin ist oder wenn man nicht in Alaska, Kanada, Finnland, Island oder Norwegen lebt, dann bekommt man das hier fast nie zu sehen. Polarlichter. Aber in der Nacht auf heute gab es das zu sehen, hier in der Schweiz.